willkommen, meine Damen und Herren, zu dieser Veranstaltungsreihe von SSI Schäfern. Rolle von Mensch und Roboter etc. pp. Dafür habe ich mir drei Experten eingeladen, natürlich als Repräsentant von SSI Schäfer Elmar Issing. Er ist Vice President Robotics und Innovations. Zu meiner Linken Matthias Schenk vom Unternehmen Next Level Logistik GmbH. Sie sind COO bei dem Unternehmen. Und ganz links Guido Vollert. Er ist Leiter der Abteilung Maschinen und Anlagen vom Fraunhofer Institut. Und wie ich gelernt habe, es ist das Institut für Materialfluss und Logistik. Ja. Ganz herzlich willkommen. Natürlich gleich mal vorneweg die Frage für Logistik-Laien im Grunde wie mich. Was unterscheidet eigentlich Robotik und FTS, also fahrerlose Transportsysteme, Herr Issing? Ja gut, die ist vielleicht eine der wichtigsten Fragen mal vorweg. Grundsätzlich mal, wenn wir in der Intralogistik von Robotik sprechen, dann meinen wir eigentlich stationäre Roboter. Das sind Flächenportale, Knickarmroboter, Maschinen, die stationäre Aufgaben erledigen. Und wenn wir von fahrerlosen Transportsystemen sprechen, im amerikanischen Markt auch Robotics oder Bots genannt. Wir hingegen aber nehmen hier das verbindende Element, fahrerloses Transportsystem, auch AGV genannt, Autonomous Guided Vehicles. Ja. Und damit verbinden wir eigentlich die gesamten Funktionalitäten in einem Lagersystem. Ja. Okay, das heißt, wir machen eine klarere Unterscheidung als Amerikaner beispielsweise. Die FTS, also die fahrerlosen Transportsysteme und auch Robotik. Wie bedeutend ist das, wenn ich jetzt Sie frage, Herr Schenk, in der Industrie, auch in der Sie arbeiten? Also wie einnehmend ist die Robotik bereits? Also immer mehr einnehmend letztendlich. Also für uns wird es immer wichtiger, das Thema. Auch aus den Gründen, dass wir auch einen gewissen Mitarbeitermangel haben. Mhm. Und natürlich auch die Prozesse stabiler, transparenter und auch besser nachhalten wollen. Ich hatte Sie gerade gefragt, wie viele also in Ihrem Unternehmen, wie viele Mitarbeiter dort arbeiten. Sie sagten 50. Ich sagte, das ist ja eine überschaubare Größe. Wie viele Roboter denn da bereits arbeiten? Also mehr Roboter ersetzen? Wie Mitarbeiter letztendlich. Ist das tatsächlich ist das, so? Ist so, ja. Wie ist das Verhältnis? Wie kann man sich das vorstellen? Ja, also wir haben knapp 60 von den FTS laufen und dementsprechend die 50 Mitarbeiter. Wobei man also sagen muss, nach unseren neuesten Berechnungen wäre es also wirklich so vergleichbar vom Output her, dass wir fast das Dreifache an Mitarbeiter brauchen würden, wenn wir die Systeme nicht einsetzen würden. Und darüber wollen wir auch gleich nochmal sprechen, wenn wir dann auch ein bisschen in die Zukunft schauen, ob die Robotik oder die fahrerlosen Transportsysteme tatsächlich Menschen ersetzen können. Vorher aber noch die Frage an Sie, Herr Vollert. Wir haben gerade über die Bedeutung gesprochen. Welche Aufgaben können denn oder soll denn die Robotik oder auch FTS heutzutage so übernehmen? Ja, klassisch kommt das FTF vom Transport rund um die Uhr in dauernd laufenden Produktionsumfeldern und neuerdings zeigt sich, dass man die Technologie auch sehr gut dort einsetzen kann, wo man den Menschen unterstützt mit Transportaufgaben, wo der Roboter viel näher am Menschen arbeitet, mit ihm zusammenarbeitet. Mhm. Und da ist der zukünftige Einsatzbereich von Robotern genauso wie natürlich in den klassischen Bereichen, wo sie nach wie vor eingesetzt werden. Mhm. Das klingt also für mich ja alles nach Science Fiction. Ich habe mir natürlich auch viele Videos, viele Industriefilme angeschaut, ja. Wenn da eben fahrerlose Transportsysteme durch die Lagerhalle fahren und einen Menschen als Energiequelle wahrnehmen und dann anhalten, stoppen und so weiter. Welche Vorteile haben denn diese modernen Systeme, diese Robotik oder FTS, wir haben es unterschieden, heutzutage gegenüber diesen ganzen herkömmlichen Lösungen? Man muss es so sehen, dass wir in der Logistik ja immer weiter automatisieren. Und wir haben nach wie vor Systeme mit Menschen, wir haben nach wie vor automatisierte Systeme. Und das muss man mehr oder weniger miteinander verbinden. Und das geht nicht zu 100% von heute auf morgen, sondern schrittweise eigentlich. Ein FTS-System ist nicht einfach nur die Ablöse eines klassischen Staplerbetriebes, sondern die Vernetzung teilweise von bereits automatisierten Systemen ist natürlich mit dem FTS einfacher, weil sich Maschine mit Maschine ausschließlich unterhält. Jetzt kommt aber der Mensch mit ins Spiel und die Schwierigkeit auch in diesem Hinblick ist ja, dass die Kombinatorik aus dem Menschen und der Maschine einer Voll- oder Teilautomatisierung, das alles sinnvoll miteinander zu verknüpfen, das ist eigentlich heute die Herausforderung, weil ohne den Menschen geht es auch nicht. Herausfordernd ist ja auch neben den Standardisierungen, also ich hatte hier vorhin diese schönen kleinen Kästchen auf dem Tisch, sogenannte
KLTs, wie ich gelernt habe, also Kleinladungsträger. Es wäre ja nicht schwierig, wahrscheinlich logistisch einen Roboter oder einen FTS so zu programmieren, dass das alles immer nach dem gleichen Standardprinzip aus den Paletten geholt wird. Aber was, wenn die Verpackungen nicht standardisiert sind? Die Frage an Herrn Vollert aus der Wissenschaft. Was ist da die Herausforderung? Ja, unterschiedliche Größe. Ja, unser Interesse an individuellen Produkten, dass sie verschiedenartig sind, verschiedene Größen haben, verschiedene Gewichte. Und dann passen sie eben nicht mehr 100% in den einen KLT. Dann brauche ich größere Kisten, Paletten. Dann habe ich plötzlich einen Mix aus verschiedenen Größen. Und dann muss immer der Roboter genauso zu dem Arbeitssystem passen wie die Kiste oder wie das Verpackungselement dazu passen muss. Also das ist die große Herausforderung, genau zu wissen, wann brauche ich was, um einen logistischen Prozess, um einen Auftrag zu erfüllen, um das lagern zu können, um es handhaben zu können. Ja. Wir haben diese große Eigenschaft, dass ich jetzt ohne hinzugucken dieses Glas fassen kann oder jetzt auch diese Kiste fassen kann. Aber das kann eine Maschine nicht. Und da müssen wir jetzt die entsprechenden Dinge kombinieren, wie Herr Issings gerade gesagt hat, passend kombinieren, damit man da, ja, effiziente Logistikprozesse gestalten kann. Und alles, was ja abweicht vom Standard, kostet wiederum. Ja. Das heißt, man will es ja kostengünstiger dann auch produzieren. Wenn ich mich an Sie wende, Sie arbeiten ja gemeinsam, Herr Schenk, mit SSI Schäfer zusammen. Wie ist da die Kooperation? Was genau machen Sie oder wo genau haben sich Ihre Geschäftsfelder gefunden? Ja, also in dem Bereich letztendlich der Logistik. Wir sind ja in der Fashion-Industrie tätig. Das heißt, alles das, was der Herr Vollert jetzt sagt, ist heute nicht möglich, weil wir haben biegeschlaffe Teile. Wie dumm. Aber wir haben biegeschlaffe Teile. Das heißt, wir können die nicht so greifen und nicht so handeln wie eine Kiste. Da haben wir noch einen Weg hin. Ich bin da schon zuversichtlich, dass die Entwicklungen dahin gehen werden, aber momentan können wir es nicht. Und das heißt, wie ist der Status quo? Wie machen Sie es dann momentan? Genau, Status quo ist so, von früher her kennt man es so, dass der Mitarbeiter durch die heiligen Gänge gelaufen ist und die Ware entweder ein- oder ausgelagert hat. Das unterstützen wir jetzt über die FTS letztendlich, weil so ein Mitarbeiter bringt am Tag dann locker 10 bis 15 Kilometer zusammen, wenn er da laufen muss. Und das unterstützen wir eben über die FTS, ich sag mal mit einer halbwegs vernünftigen Logik auch dahinter auf unserer Seite, damit es auch effizient läuft. Und da muss man auch sagen, das war auch nie ein Problem, auch bei den Mitarbeitern letztendlich nicht, da Akzeptanz zu finden, weil die sind froh, wenn sie letztendlich nicht so viel laufen müssen. Jetzt haben wir hier von der, sagen Sie ruhig, Herr Vollert. Und erst recht, wenn ich dann in einen anderen Bereich komme, wo es nämlich schwere Güter zu handhaben sind, die auch zu transportieren sind, da ist es auch eine deutliche ergonomische Entlastung der Mitarbeiter. Bei Kleidung geht das ja noch, da kommt man nicht so schnell auf hohe Gewichte. Mhm. Wobei, wenn man schon mal einen schweren Koffer in Urlaub mitgenommen hat, relativiert sich das auch. Aber in der Lebensmittelindustrie, im Handel, dort kommen mehrere Tonnen zusammen, die ein Mitarbeiter in einer Arbeitsschicht handhabt und auch transportieren muss. Und dafür ist eine solche Automatisierung wirklich ein Segen. Ja, jetzt haben Sie gerade schon verschiedene Branchen angesprochen. Für welche Branche ist denn der Einsatz von Robotik oder eben auch FTS empfehlenswert? Wir haben jetzt hier von Fashion gehört oder eben auch von Food. Aus Ihrer Sicht? Also man muss eigentlich sagen, dass aus dem Industriebereich, getrieben auch durch die Automobilindustrie ganz stark, dort ist eigentlich der Roboter beheimatet. Alle Tätigkeiten, die ein Mensch einfach nicht mehr ausführen kann, stellen Sie vor, von früh bis abend Räder montieren, Karossen tragen, drehen, wenden, das sind alles typische Roboteranwendungen. Und was die Robotik so stark macht und auch so gut macht, das sind exakte repetitive Prozesse, also ein ständiges von links nach rechts, von links nach rechts mit absoluter Präzision und hoher Geschwindigkeit und Dynamik. Das ist der Roboter im klassischen Sinne. Diesen Roboter versuchen wir in der Innerlogistik auch im Bereich Handel anzuwenden. Das heißt, End-of-Line-Palettierung, also am Ende der Kommissionierstrecke zu palettieren, aber auch zu depalettieren, auch schrittweise in die Kommissionierung hineinzugehen. Und dort wächst ja sozusagen dann schon langsam die fahrerlose Transportsysteme oder AGVs, die wachsen dann letztendlich dann, ich sag mal, zum Roboter hin. Ja. Mhm. Nur ein Beispiel im Handel. Im Handel verändern sich die Produkte eben permanent. Mhm. Ja, da hat man keine Stabilität drin im Produktaussehen, in der Konsistenz, in physikalischen Themengebiete. Mhm. Und dort muss man sich natürlich diesen Prozess ständig anpassen. Und das ist eigentlich dann die Schwierigkeit und Herausforderung. Und im Handelsbereich durchaus, im Getränkebereich klassische Art, uralt Kommissionierung mit Mitarbeitern, das ist keine Seltenheit, dass die am Tag 20 Tonnen bewegen. Ja.
Und je mehr dieser Bereich entwickelt wird, desto mehr werden Arbeitsplätze wegfallen, weil das ist ja der kritische Punkt, der immer im Raum steht. Sie müssen das anders sehen, eigentlich aus dem ergonomischen Gesichtspunkt her. In den nordischen Ländern reden die von etwa 2 Tonnen Last am Tag. Mhm. Wir reden von 2 Tonnen Last in der Stunde. Und in der Europäischen Union wird ja schon lange über eine Novelle diskutiert, dass man auch dort diese Lasten aus den Mitarbeitern entnimmt und auch zur Automatisierung weiter fortschreitet. Das ist ein Muss, das ist nicht ein Ersatz eigentlich. Aber wenn ich Herrn Schenk höre mit dem Unternehmen mit 50 Mitarbeitern und ungefähr 60 roboterartigen Systemen, dann empfinden Sie das doch bestimmt so, dass Roboter etwas an Arbeit übernehmen und Arbeitsstellen wegfallen, also sprich weniger Menschen angestellt werden. Ja, ich sehe es momentan eher so, dass wirklich die Mitarbeiter unterstützt werden in ihren Prozessen, okay. Weil soweit, dass wirklich Stellen wegfallen, soweit sind wir nicht. Also klar, wir haben ja auch, man muss es sehen, wir haben gewisse Spitzen zu bewältigen, die wir mit Mitarbeitern gar nicht lösen könnten. Und eher, da geht heute der Weg hin. Aber ich sage mal, die Entwicklung von der Wissenschaft her, kann der Herr Vollert sicherlich was sagen, wie weit wir da und wie tief wir da kommen mit dem Thema. Ja, also man kann nicht ausschließen, dass natürlich Arbeitsplätze dadurch wegfallen werden. Aber auf der anderen Seite werden andere Arbeitsplätze entstehen, die die Überwachung dieser Prozesse erfordern, die das Anlernen dieser Maschinen erfordern. Und es werden Arbeitsplätze entstehen, die eben nicht diese hohen Belastungen aufweisen. Wir können in die Geschichte zurücksehen und haben viele industrielle oder viele Entwicklungen in der Industrie, aber auch im Bergbau, wo gefährliche Arbeitsplätze abgelöst worden sind. Ja, in den Bereichen sind Arbeitsplätze verloren gegangen, aber die Industrie, die diesen Tätigkeitsbereich mit Maschinen ausrüstet, die diese überwacht, sind weiter angewachsen. Also es wird sich verändern, die Arbeit, und ich glaube, dieses Beharren an Arbeitsplätzen, die wieder die Natur sind, und das bei unseren Effizienzanforderungen und dem Kostendruck in der Branche, das kann man nicht halten. Und vor dem Hintergrund glaube ich, dass eine menschenzentrierte Automatisierung der richtige Weg ist. Und Menschen immer noch die Entscheidungen treffen. Wenn wir auf SSI Schäfer schauen und die Logistiksysteme, die Sie anbieten, was sind aktuelle Neuentwicklungen im Bereich Robotik oder eben FTS? Können Sie da ein konkretes Beispiel nennen, Herr Issing? Gut, was wir momentan anbieten, ist ja die Bandbreite von einem ganz kleinen System mit 35 Kilo Traglast letztendlich für Karton und Behälter bis hoch letztendlich ins Palettengewicht, Lagerbedienung, Verschieberegal, Kombination, alles Mögliche. Und in der Robotik stehen wir heute dabei, dass wir natürlich klassisch die Palettieraufgaben, Depalettieraufgaben, auch Orientierungsaufgaben, all das übernehmen. Und das hat uns sehr stark eigentlich das Thema Vision Technology weitergeholfen, das muss man so sagen. Mhm. Weil wenn Sie einem Roboter exakt mitteilen können, wo er ein Teil findet, wie das Teil aussieht, welche Lageposition, Orientierung und wie es beschaffen ist, dann weiß er es auch zu greifen. Also haben wir eigentlich 3 Dinge. Ein bisschen Verstand, also ein bisschen IT. Man braucht einen guten Greifer, die Hand des Menschen und letztendlich ja das Auge, was letztendlich das Vision-System darstellt. Und das wird noch eine ganze Bandbreite an neuen Möglichkeiten uns auftun. Jetzt haben wir heute bei dem ersten Gespräch bei Handel und Automatisierung auch schon darüber gesprochen, wohin geht die Reise. Also wir haben einen Blick in die Glaskugel gewagt. Thema Google, Thema Amazon, Thema Drohnen und womöglich fahrerlose LKW. Wenn Sie diese Themen hören oder dass der Güterverkehr bald und in Tunnelsystemen unter der Erde stattfinden soll, dass LKW eben fahren, ohne dass Menschen noch am Steuer sitzen. Herr Schenk, wenn Sie das hören, macht Ihnen das Angst oder ist das etwas, ist das ein Vorbild, an dem Sie sich orientieren technisch? Sowohl als auch. Also wenn ich meinen Job angucke, dann macht mir es keine Angst, dann bringt mir es eher Freude, weil man sieht, was man alles für Möglichkeiten hat. Aber für unsere Gesellschaft habe ich schon ein bisschen ein mulmiges Gefühl. Mhm. Herr Vollert, Sie aus der Wissenschaft, Sie sollten doch eigentlich inspiriert sein, wenn Sie das alles hören. Oder vielleicht ein bisschen gekitzelt, dass das wieder Google und Amazon entwickeln und womöglich nicht das Fraunhofer-Institut, oder doch? Also wir haben da auch unsere Entwicklungspfade, haben sicher nicht die finanzielle Ausstattung, wie Google oder Amazon das hat, um jede Idee umzusetzen. Aber man kann auch sehen, dass wir immer wieder mit guten Ideen an die Industrie herantreten, um sie für die Anwendung in der Industrie dann aufbereitet an die Industrie weiterzugeben.
Aber um auf Ihre vorherige Frage zurückzukommen, dieses etwas mulmige Gefühl, das kann ich auch verstehen. Auf der anderen Seite glaube ich, dass die Gesellschaft noch sehr weit davon entfernt ist, dirigiert zu werden von Maschinen, alleine von Maschinen. Wir haben noch sehr viele Bereiche, in denen wir die Unterstützung sinnvoll erfahren können. Und wie wir dann es vermeiden können, später in weiterer Zukunft von Maschinen dominiert und regiert zu werden. Ich glaube, da werden wir auch als Menschen noch unseren Weg finden. Das würde mir jetzt bei dieser Diskussion drin ein bisschen zu philosophisch werden. Aber ich erkenne in unserer Industrie noch viele Arbeitsbereiche, wo wir Dinge automatisieren können, und zwar so automatisieren können, dass die Menschen entlastet werden und dass sie in der Lage sind, ohne immer weiter unter Druck zu geraten, noch höhere Leistungen zu bringen, noch effizienter zu arbeiten, trotzdem einen Arbeitsplatz zu haben, wo die Technik sie unterstützt und sie aber das Heft des Handelns noch in der Hand haben. Das ist ein Zukunftsbild, an dem wir arbeiten, wo wir den Mensch, eine menschzentrierte Automatisierung verfolgen und versuchen auch Schnittstellen zum Menschen zu schaffen, sodass er das, was im Hintergrund läuft, versteht und nachvollziehen kann. Das ist ja eine große Diskussion, die auch in der Branche im Gange ist. Es gibt große Logistikkonzerne, wo man immer sagt, was da innen drin passiert, macht eigentlich nur noch die Maschine. Aber wenn der Mensch dann die Hand zur Seite legt, dann wird das auch irgendwann, wird man sehen, dass auch er noch seinen Einfluss darauf hat. Herr Issing. Und ich denke, ja, das ist genau der springende Punkt. Das dachte ich mir. Wir sprechen dann über Drohnen, Luftverkehr, alles automatisiert. Aber ich denke, wir haben noch eine ganze Menge an Aufgaben zu lösen, bis wir eigentlich so weit sind. Weil, schauen Sie sich heute einfachste Systeme an, und wir gestalten eigentlich alles um uns herum hybrid. Das heißt, sowohl Mensch, natürlich klassisch, da kommt das Ganze her, und auf der anderen Seite aber auch automatisiert. Und jetzt versuchen wir die ganze Zeit ja eigentlich diese Maschine mit dem Menschen irgendwie zueinander zu bringen. Schauen Sie sich ein Bearbeitungszentrum heute an. Das Bearbeitungszentrum ist mehr oder weniger auf den Menschen ausgerichtet. Wenn Sie heute natürlich dann die komplette Vernetzung und die Bedienung mit Robotik, mit fahrerlosen Transportsystemen, alles miteinander koppeln können, dann muss die Maschine ja überhaupt nicht mehr so konstruiert werden, dass der Mensch überhaupt noch sie bedienen kann, verstehen Sie? Da geben sich allein daraus schon riesige Potenziale, ja? Und auch die müssen erstmal gehoben werden. Und vielleicht geht es irgendwann dazu, dass man einfach ganze Zellen sozusagen vollautomatisiert hat, Zellen teilautomatisiert, Zellen gar nicht automatisiert. Und das Ganze zu vernetzen und das Zellen-Know-how letztendlich immer weiterzuentwickeln, da gibt es noch sehr viel Potenzial. Wenn man auch nochmal an den Anfang unseres Gespräches zurückgeht, da ging es ja darum, standardisierte Behälter, wie unterschiedlich sind die Dinge. Aber gerade in unserer Gesellschaft, wir haben ja einen starken Fokus darauf, individualisierte Produkte zur Verfügung zu haben, dass wir sie auf unseren Bedarf ausrichten. Deswegen haben wir ja immer mehr Behälter und weniger Ware auf Paletten gelagert, weil es eben die Artikelvielfalt, die im Handel im Angebot ist, einfach größer wird. Und das alles vollautomatisch vorhersagen zu können, handhaben zu können, produzieren zu können, da wird immer noch der Mensch eine Entscheidung mit dazu treffen. Wie reagieren denn die Kunden, das würde mich noch interessieren, darauf, dass man die Robotik mehr und mehr integrieren soll? Kommt das gut an? Ja, definitiv kommt es gut an. Also letztendlich sieht man genau auch diese Aspekte, dass vor allem die Mitarbeiter unterstützt werden, dass natürlich die Logistikkosten nach unten gehen dadurch. Da hat letztendlich jeder Kunde ein Interesse dran. Aber generell ich kann nur für unsere Branche sprechen und für unsere Kunden sprechen, die stehen dem Ganzen wirklich positiv gegenüber. Deswegen möchte ich auch nur sagen, also wir müssen schon auch, trotz natürlich aller Skepsis, die ich gesellschaftlich habe, auch in der Lage sein, solche Systeme einfach weiterzuentwickeln letztendlich. Weil die Marktanforderungen ändern sich ja mittlerweile so dramatisch schnell, dass man sich letztendlich auf diesen Standards, die wir heute sicherlich geschaffen haben, aus meiner Sicht auch nicht mehr ausruhen können. Genau. Und die Geschwindigkeit. Und das Thema ist ja, dass man trotz Automatisierung einfach seine Flexibilität als solches, als Anwender letztendlich nicht verliert. Also brauchen wir natürlich unendlich flexible Systeme, natürlich skalierbare Systeme, und auch das ist schon wieder eine Aufgabenstellung für sich. Ja. Wo sehen Sie den Trend, wenn Sie auf die nächsten 3 bis 5 Jahre, wir hatten das vorhin im Vorgespräch, schauen, was vermuten Sie oder was wissen Sie für sich, Herr Issing, als Experte auch in dem Bereich Intralogistik? Was wird da jetzt auf uns zukommen, ganz konkret? Wie weit werden wir sein im Jahr 2022? Ich tue mir schwer, so weit vorauszuschauen, und
ich würde vielleicht zunächst mal sagen können, wir werden noch nicht beamen können. Also solange wir nicht beamen können, müssen wir natürlich die Ware noch physikalisch transportieren. Intralogistik im Haus, auch auf der Straße. Mhm. Es wird natürlich ein Zug um Zug weitere Automatisierung voranschreiten, wobei die Geschwindigkeit des Automatisierungsgrad, die hat deutlich zugenommen aus meiner Sicht. Und wir werden immer mehr Roboter und Menschen näher zueinander bringen. Aber dort haben wir natürlich noch ganz andere Aspekte zu lösen, wie Thema Sicherheit und so weiter. Aber ich sag mal, die Robotik ist ein Thema, selbstverständlich. Und die Kombinatorik vielleicht, dass die Robotik langsam im Lager mehr und mehr auch mobil wird. Also das nicht ortsfeste Maschinen, sondern mobil sozusagen sich im Lager bewegen, gemeinsam mit den Menschen. Ja. Also im Grunde hier in dieser Runde ein positiver Ausblick auf die Entwicklung von Robotik und fahrerlosen Transportsystemen. Der Roboter quasi als Unterstützung für den Menschen und nicht als Ersatz, wenn ich das richtig zusammengefasst habe. Oder Herr Vollert, Sie nicken bestätigend? Absolut. Würde ich genauso wieder sagen, wieder prognostizieren. In 5 Jahren wird das nach meiner Erwartung in vielen Bereichen seinen Platz gefunden haben. Vielleicht nicht flächendeckend, aber in vielen Bereichen werden wir solche Systeme kennen, ganz klar. Dann sehen wir uns alle hier in 5 Jahren spätestens wieder. Wenn hier noch Fragen sind aus dem Publikum, machen Sie mir gerne kurz ein Handzeichen zum Thema Robotik und FTS an die 3 Herrschaften. Wir haben auch ein Handmikrofon hier vorbereitet, falls jemand jetzt an dieser Stelle was sagen möchte. Wenn nicht, dann würde ich an dieser Stelle sagen, ganz herzlichen Dank für diese 2. Podiumsdiskussion, diesmal eben zum Thema Robotik und FTS nach Handel und Automatisierung am Morgen. Und hoffentlich kommen Sie morgen so zahlreich wieder und sind interessiert am Thema. Morgen geht es nämlich um Branchenkompetenz, es geht um Digitalisierung, es geht um 4.0, also etwas, was uns alle betrifft. Und das morgen ab 12 Uhr hier wieder an dieser Podiumsdiskussionstheke. Ganz herzlichen Dank.